Ich habe im letzten Video da diese Automation kurz gezeigt, die aus Sprachnachrichten Blogartikel macht und sie richtig aufbereitet mit Tags und Kategorien und Call to Action und in deinem WordPress veröffentlicht, samt einem Bild. Das im letzten Video. Ich habe hier jetzt ein paar Notizen für dich, wenn du mit WordPress Modulen in Make arbeitest, paar kleine Learnings. Zwar was wir zuerst machen, ist das Artikelbild hochladen, damit das im System drin ist, in deinem WordPress unter Medien. Und das geschieht mit dem WordPress-Modul. Kann ich das ein bisschen größer machen? Create a Media Item. Und da drin ist wichtig, dass meiner Meinung nach die oberen Punkte hier nicht taugen. Warum nicht? Ich könnte hier klicken, dass direkt das File von diesem Modul kommen würde. Das Problem ist, der Filename ist dann immer file.png. Und wenn du merkst, dass das immer wieder Artikelbilder von anderen Blogartikeln überschreibt, dann ist das, weil der Filename halt einfach genau immer gleich heißt, file.png. Und wenn du im gleichen Monat mehrere Artikel hochlädst, dann ist das halt wirklich den gleichen Dateinamen und überschreibt das, was schon da ist. Das heißt, hier klicke ich auf Map und ich nehme dann aus diesem Modul die Daten, das ist kein Problem, und als Filename nehme ich aus dem früheren Modul, das den Link zum Blogartikel generiert hat mit künstlicher Intelligenz, den Slug und hänge hinten dran, das sind in meinem Fall jetzt drei Wörter mit Bindestrichen, also zum Beispiel KI Business Tipps und dann hänge ich Bindestrich File.png hinten dran. Warum nicht einfach nur .png, sondern den Filenamen? Ja, weil das im Moment zwar immer ein PNG ist, wenn ich das mit DALL-E generiere, aber vielleicht ändert das irgendwann und da in diesem Filenamen ist natürlich im Moment File.png drin, das heißt, die Endung stimmt. Und wenn etwas ändert vorne und das plötzlich File.jpg ist, dann stimmt das immer noch, weil in diesem Platzhalter drin dann halt File.jpg drin steht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mach's einfach so. Und das ist alles selbsterklärend. Post-ID brauchen wir in diesem Moment noch nicht. Und jetzt noch zum zweiten Einsatz des WordPress Moduls ein paar Bemerkungen. Wenn ich hier klicke bei Create a Post, vieles ist selbsterklärend. Title, Text, das ist der ganze Inhalt des Blogartikels. Im Moment Typ Beitrag bei mir in dieser Automation. Hier kommt Slug rein, also diese drei Wörter mit Bindestrichen, der Kurzlink, Teil der URL. Und Entwurfsmodus in meinem Fall könnte es natürlich direkt veröffentlichen. Und alles andere lasse ich jetzt mal so. Ja, einfach Standardformat. Und hier, das ist eine Spezialität von meiner Automation. Das hängt die richtigen Kategorien rein und die richtigen Tags aus künstlicher Intelligenz generiert, also analysiert. Autor. Und hier hängen wir das Bild rein, also die ID, die wir im vorigen Modul zurückerhalten, wenn wir das Bild hochladen. Das ist alles jetzt nicht sehr relevant oder interessant, aber hier jetzt, wenn du die Advanced Settings öffnest, hast du die Möglichkeit, noch Custom Fields abzufüllen. Und wenn du ein SEO-Plugin verwendest, wie Rank Math, oder Yoast SEO in meinem Fall, dann sind diese Daten Custom Fields in deinem Blogartikel. Und wenn du das jetzt nicht abfüllst, dann sind deine Blogartikel ohne Meta-Beschreibung. Also musst du in deinem WordPress schauen gehen, wie diese Felder heißen, wie diese Custom-Felder heißen und ein Weg dazu ist, wenn du jetzt ins WordPress reingehst und zu deinem Make
Plugin, hier Custom API Fields. Und hier hast du in Posts die ganze Liste von Custom Fields. Und irgendwo sind in meinem Fall jetzt die Yoast Fields, die musst du anwählen, damit die zur Verfügung stehen für die API. Aber wenn du Rank Math nutzt, dann ist das ein anderes Feld, das mit Rank Math anfängt. Okay. Das musst du dann den Namen kopieren und hier rein kopieren und dann abfüllen mit einem Platzhalter, in meinem Fall jetzt auch wieder vom KI erstellt, die Meta-Beschreibung. Dasselbe könntest du jetzt natürlich auch noch für einen Title Tag und so weiter. WordPress ist ein bisschen besser mit dem Title Tag. Das also ein paar Bemerkungen zu diesem WordPress-Modul in Make, einerseits für das Uploaden von Bildern und andererseits für die Erstellung von Blogartikeln. Hope that helps. Weitere Fragen gerne in die Kommentare. Abonniere diesen Kanal und schau die Videos, die jetzt eingeblendet werden. Da ist ein Algorithmus dran und hat etwas ganz spezifisch für dich ausgewählt, das du jetzt anklicken kannst. Das hilft auch meinem Kanal und wahrscheinlich ist es auch für dich interessant, wenn du bis hierhin geschaut hast. Danke dafür. See you soon. Bye bye.